Hi Freunde, willkommen zu einer neuen Folge Matze liest Witze. Mal schauen, ob ihr lacht. Habt ihr Langeweile? Ich hoffe ja, weil dann könnt ihr jetzt vielleicht mal ein bisschen Unterhaltung haben. Schauen wir mal, ob wir lachen. Ich habe mir kurz mal überflogen, dass so, ey, irgendwie sind die überhaupt nicht witzig. Aber ich hoffe, ich kann wenigstens mal was lachen, beziehungsweise ich kann die Witze überhaupt mal verstehen. Viel Spaß dabei. Geht eine dicke Frau in eine Bäckerei und sagt, ich möchte gerne rumkugeln. Darauf der Bäcker, aber nicht in meinem Laden. Der war scheiße. Letzte Worte des Sportlehrers. Alle Speere zu mir. Hä? Ein Mann und eine Frau sitzen zusammen im Restaurant. Plötzlich bekeckert sich die Frau und sagt, hier sehe ich ja aus wie ein Schwein. Darauf der Mann, und bekleckert bist du auch noch. Check ich jetzt erst. Herr Doktor, ich komme mir so unglaublich überflüssig vor. Doktor, der nächste bitte. Okay, der ist echt scheiße. Oh, ein ganz langer, Achtung. Jäger will Bären jagen, sieht einen, zielt und verfehlt. Daraufhin der Bär, kennst du das Gesetz des Waldes? Wer den Bär verfehlt, muss mit ihm schlafen. Der Jäger kehrt am nächsten Tag. Der Witz ist noch nicht vorbei. Der Jäger kehrt am nächsten Tag wütend in den Wald zurück, bewaffnet mit einem Raketenwerfer. Zielt und verfehlt wieder. Darauf der Bär, Jäger, wer den Bär verfehlt, muss mit ihm schlafen. Das ist das Gesetz des Waldes. What the fuck? Der Jäger dreht durch, nimmt einen Panzer, zielt und verfehlt. Darauf der Bär, Jäger, ich glaube, du bist nicht nur hier, um mich zu jagen. Was ist das für ein scheiß kranker Witz? Ein Jäger jagt einen Bär mit einem Panzer? What the fuck? Brokkoli komisch. Okay, stopp. Nächster Witz. Brokkoli komisch. Ich sehe aus wie ein Baum. Pilz. Ich sehe aus wie ein Regenschirm. Walnuss. Wow. Ich sehe aus wie ein Gehirn. Banane. Können wir das Thema wechseln? Chapter. So, nächster Witz. Herr Doktor, Herr Doktor, ich habe jeden Morgen um 7 Uhr Stuhlgang. Ja, das ist doch sehr gut. Aber ich stehe erst um 7:30 auf. Ich hatte einen Traum, dass ich ein riesiges Brötchen aß. Als ich aufwachte, war mein Kissen weg. Scheiße, ist der schlecht, Mann. Der ist so schlecht, dass er schon wieder gut ist, ey. Der ist so richtig schlecht. Also... Was erhält man, wenn man einen Rottweiler und einen Jaguar kreuzt? Leute? Ärger mit dem Postboten. Hä? Kommt eine Frau zum Arzt und sagt, Herr Doktor, Herr Doktor, ich glaube, ich habe einen Knoten in der Brust. Sagt der Arzt, ja, wer macht denn sowas? Ist der Scheiß. Oh Mann, ey. Was für eine Seite habe ich denn überhaupt gefunden? Gehen zwei Eskimos nach Hause. Fragt der eine den anderen, wo ist eigentlich dein Iglo? Erschrickt der andere, oh nein, ich habe das Bügeleisen angelassen. Fuck mal, was ist das für eine Scheißwitzseite? Wie geil ist das? Patient, Doktor, wie lange habe ich noch zu leben? Doktor, 10. Patient, wie 10? 10 Monate, Wochen, Tage? Doktor, 9. Oh my goodness. Du bist die netteste, wunderbarste und allerschönste Frau, die ich je getroffen habe. Ach komm, du willst mich doch nur ins Bett kriegen. Und intelligent bist du auch noch. Der war nicht schlecht, der war echt nicht schlecht. Muss zwar nicht lachen, aber der war nicht schlecht. Der hat Niveau. Zwei Elefanten sehen zum ersten Mal einen nackten Mann. Sagt der eine Elefant zum anderen, wie kriegt der eigentlich das Essen in den Mund? Scheiße. Ich konnte es nicht fassen. Mein Nachbar hat tatsächlich noch um 3 Uhr nachts bei uns geklingelt. Mir wäre fast die Bohrmaschine runtergefallen.
ich frage mich langsam, auf was von der Seite ich hier gelandet bin. Scheiß. Junge, Junge. Mann. Herr Doktor, ich krieg meine Vorhaut nicht mehr zurück. Doktor, die gibt man auch nicht her. Leute, wenn ihr überhaupt einmal gelacht habt bis an diese Stelle, dann schreibt keinen Kommentar. Wenn ihr wirklich schon mal gelacht habt, dann schreibt mir mal bitte wann. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man hier überhaupt lachen muss. What the fuck? Oma, du Brummbärchen, rate mal, wer heute kein Unterhöschen und kein BH trägt. Opa, ach, deshalb ist dein Gesicht so straff. Okay, ich check gar nichts, ich check keinen Witz, ey. Ich muss echt sagen, Leute, heute entweder stehe ich auf dem Schlauch oder die Witze sind einfach richtig schlecht. Pärchen im Bett. Sie, gib mir einen Tiernamen. Er, Maus. Sie, gib mir dreckige Tiernamen. Er, dreckige Maus. Hat mich tatsächlich so eine Prostituierte am Bahnhof angesprochen. Sie meinte, für 30 Euro macht sie alles, was ich will. Jetzt rate mal, wer heute bei mir den Laminatboden verlegt. Okay, der ist nicht schlecht. Der ist echt nicht schlecht, müsst ihr zugeben. Nice! Fuck, der ist geil. Angela zu ihrer Freundin. Ich muss jetzt echt aufpassen, dass ich bloß kein Kind kriege. Freundin, ich dachte, dein Mann sei sterilisiert. Angela, eben. Ich muss jetzt aufpassen, dass ich bloß kein Kind kriege. Ich dachte, der Mann schon. Du Schlingel. Fritzchen gibt seiner Omi zum 80. Geburtstag eine sehr edle Klobürste. Nach ein paar Tagen kommt Fritzchen zum Besuch und sieht die Klobürste nicht mehr. Fritzchen, Oma, wo hast du die Klobürste hingetragen? Daraufhin Oma, ach weißt du Fritzchen, die Klobürste hat mir nicht so gut gefallen. Dann nehme ich doch lieber Klopapier, das kratzt nicht so. Okay, okay. Wenn man sich den Witz vorstellt, sieht schon ganz lustig aus. So, was haben wir hier noch so Feines? Machen wir noch eine kleine Round. Oh ja, balabaduba, wuppa. Warum ist es gemein, ein Pinguin zu sein? Wenn man so richtig sauer wird, sieht man immer noch niedlich aus. Den finde ich chillig. Berühmte letzte Worte eines Fallschirmspringers. Immer diese scheiß Motten. Der ist nicht schlecht. Finde ich geil. Ein Mann sagt zu seiner Frau, Schatz, ist die Hose nicht ein bisschen zu eng für dich? Frau, es ist schon lustig, wie du formulierst, dass du sterben willst. Was haben Frauen und Handgranaten gemeinsam? Zieh den Ring ab, ist dein Haus weg? Nice, nice, nice. Will ja nicht sagen, dass ich morgens nach dem Aufstehen etwas träge bin, aber der Bewegungsmelder reagiert nicht. Was macht ein schwuler Adler? Er fliegt zu seinem Horst. Papi, warum hast du eigentlich Mami geheiratet? Siehst du, Ingrid, die Kinder können das auch nicht verstehen. Der ist nicht schlecht. Der ist echt gut. Der ist cool, der ist gut. Oder? Morgens in der Bäckerei. Mann zur Kassiererin, das Ding da bitte. Bedienung, Zuckerschnecke? Mann, okay, Zuckerschnecke. Okay. Okay, Zuckerschnecke, das Ding da bitte. Bei der Bundeswehr. Gefreiter Müller beim Fallschirmsprung. Bei der Bundeswehr. Gefreiter Müller beim Fallschirmabsprung. Hauptwebelwirbel, Feldwirbelwebel. Wann sie unten angekommen sind, holt sie der LKW ab. Müller springen. Zieh die Leine, nichts. Zweite Leine, wieder nichts. Scheiß Bund, nichts geht, der LKW wird auch nicht an.
Stopp, den muss ich nochmal vorlesen. Bei der Bundeswehr. Gefreiter Müller beim Fallschirmabsprung. Hauptfeld Webel. Wenn sie unten angekommen sind, holt sie der LKW. Müller springt, zieht die Leine, nichts. Zweite Leine, wieder nichts. Scheiß Bund, nichts geht, der LKW wird auch nicht da sein. Der Witz ist so scheiße lang und unverständlich geschrieben, der ist überhaupt nicht witzig. Heute war ich echt sauer auf mein Navi, habe es dann angeschrien, es soll zur Hölle fahren. Heute war ich echt sauer auf mein Navi, habe es dann angeschrien, es soll zur Hölle fahren. Tja, 25 Minuten später stand ich vor dem Haus meiner Schwiegermutter. Furze, wenn dich Leute umarmen, das gibt ihnen das Gefühl, stark zu sein. Okay, alles klar. Hans, was hast du dir nur dabei gedacht? Aber warum? Vögel auf eurer Hochzeit freizulassen ist doch romantisch. Ja, Hans, aber doch nicht Strauße. Was soll dieser Witz? Frage an Siri. Wieso bin ich schon so lange Single? Siri öffnet Frontkamera. Das ist geil. Das ist richtig geil. Chef. Warum haben Sie bei der ganzen Belegschaft drum erzählt, ich sei mal eine Frau gewesen und jetzt zu einem Mann umoperiert worden? Der Angestellte, Sie haben mir doch selbst gesagt, ich warne Sie. Chef, mein Gott, ich habe gesagt, ich warne Sie. Leute, falls ihr auch so gelacht habt wie ich, lasst dem Video einen Daumen nach oben da, lasst dem Video einen Kommentar da und macht was ihr wollt, haut's rein Leute, ich geh trainieren und schaut euch auch meine anderen Videos an, habt einen geilen Tag, peace!